Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe unserer Reportage über den Freiberger Dom. Heute sehen Sie den zweiten Teil. Den Haupteingang des Domes, welcher auf der dem Untermarkt abgewandten Seite des Gebäudes liegt, erreicht man über eine Gasse, die zum Vorplatz des Domes führt. Dort befinden sich auch der Domladen und die Annenkapelle. Auffällig und ungewohnt erscheinen die beiden Türme des Domes, die ungewohnt klein erscheinen und die für eine Großkirche üblichen, hohen, spitz zulaufenden Dächer vermissen lassen. Die in den Längszeiten des Bauwerks befindlichen Fenster sind im typischen gotischen Stil gehalten, der sich durch seine langgezogene, aufstrebende Bauweise auszeichnet. Herr Ebenauer, ein Dom ist, soweit mir bekannt ist, ja üblicherweise eine Großkirche, die irgendwann in der Geschichte einen Bischofssitz repräsentiert hat und auch einen Bischof beherbergt hat. Hat der Freiberger Dom tatsächlich einen Bischof gehabt? Der Freiberger Dom war nie Bischofssitz. Er war eine sogenannte Kollegiatstiftskirche und war eng mit dem Meißner Dom verbunden. Also wenn man das mal etwas salopp formulieren würde, dann könnte man vielleicht sagen, dass der Freiberger Dom, was den Bischof angeht, so etwas wie die Außenstelle des Meißner Doms war. Das ist aber jetzt wirklich sehr vereinfacht formuliert. Er ist zum Dom erhoben worden, weil die Wettiner sich bemüht haben, ihn zum Dom erheben zu lassen. Papst Sixtus IV. Hat das dann 1480 auch gemacht. Der Freiberger Dom sollte damit auch so eine Art Bollwerk der katholischen Christenheit gegen die hussitischen Böhmen darstellen. Da gab es damals ja Konflikte bis hin zu Kriegen und da sollte der Freiberger Dom ebenso auch ein Monument in der Nähe zur böhmischen Grenze sein. Am östlichen Ende des Kirchenbaus befindet sich, vom Hallenlanghaus durch den Lettner abgetrennt, die fürstliche Begräbniskapelle mit dem Moritzmonument und dem hohen Chor. In der Südkapelle verdient besondere Aufmerksamkeit die Schwesterngruft. Es ist die Ruhestätte von Anna Sophia von Dänemark, der Mutter von August dem Starken, sowie seiner Tante Wilhelmina Ernestina, verziert mit Skulpturen von Balthasar Permoser. Zum festlichen Gesamteindruck der Grablege tragen 29 ziselierte Messingplatten bei, die in der Freiberger Gießerei Hilliger gegossen wurden. Im 16. und 17. Jahrhundert wurden in dieser Grablege, beginnend im Jahre 1541 mit Heinrich dem Frommen und endend mit Johann Georg IV. Im Jahre 1694, 9 lutherische Landesfürsten des sächsisch-albertinischen Fürstenhauses Wettin sowie deren Verwandte, insgesamt 43 an der Zahl, beigesetzt. Im Deckengewölbe der kurfürstlichen Begräbniskapelle befindet sich ein weiteres, außergewöhnliches Kunstwerk, welches eine Mischung aus Malerei und bildender Kunst darstellt. Unter der Leitung des italienischen Architekten Nosini wurde der Hauptchor im 16. Jahrhundert manieristisch umgestaltet, wobei das gotische Rippengewölbe verdeckt wurde. Das Ergebnis, welches eine Synthese aus Malerei und Plastik darstellt, zeigt das Thema der Wiederkunft Christi. Prächtig wirkt die Wandepitapharchitektur mit einer Fülle herrlicher Bildwerke. Auf dem Hauptsims, in einer Höhe von 12 Metern, befinden sich 34 Engel mit verschiedenen Musikinstrumenten wie Lauten, Harfen und Posaunen. Sie künden vom Ruhme und christlichen Glauben der hier bestatteten protestantischen Fürsten. Im Rahmen einer Sanierung wurden die Instrumente untersucht und dabei überraschend festgestellt, dass es sich bei den meisten um echte der damaligen Zeit und keine Imitationen handelt. Die Instrumente wurden daraufhin nachgebaut und den Engeln ihres Sanierten wiedergegeben, auf dass sie weiter vom Ruhme und christlichen Glauben der sächsischen Fürsten künden mögen. Wir befinden uns jetzt hier auf der Empore, direkt bei der großen Orgel. Diese ist eines der berühmten Objekte, welche den Freiberger Dom weltweit bekannt gemacht hat. Bei mir ist jetzt Herr Albrecht Koch, der Kantor des Freiberger Domes. Herr Koch, die große Orgel ist eines der bekannten Objekte des Freiberger Domes und das sicherlich nicht nur aufgrund ihrer imposanten Erscheinung. Wann und von wem wurde denn die große Orgel des Freiberger Domes gebaut? Ja, die Orgel ist gebaut von Gottfried Silbermann, dem wahrscheinlich bekanntesten, berühmtesten Orgelbauer der Barockzeit. Und gebaut wurde sie von ihm in den Jahren 1711 bis 1714. Was ist denn das Geheimnis des Orgelklangs? Ach, das Geheimnis des Orgelklangs ist vielleicht, dass es uns unbewusst mit vielen Momenten unseres Lebens irgendwie in Verbindung bringt.
Also selbst in einer säkularisierten Gesellschaft wird eine festliche Orgelmusik immer mit einer Hochzeit in Verbindung gebracht und eine getragene Stille, vielleicht mit einer Trauerfeier. Und wir kennen im besten Fall die Orgel von unserer Kindheit an, von der Taufe bis zur Beerdigung am Grab. Sie begleitet uns unser Leben lang und vielleicht ist das so ein Moment. Und dann ist es natürlich das Instrument, was einen am meisten ergreifen kann, also in der Gewaltigkeit seines Klanges. Nichts bringt auch die Akustik eines Raumes besser zur Geltung als ein Klang, der sich direkt in die Stille hinein ausbreiten kann. Und die Akustik des Freiberger Domes ist zweifelsohne eine exzellente. Kann man denn die Akustik des Freiberger Domes nur live hier vor Ort erleben oder wurde die auch schon professionell aufgezeichnet und auf Tonaufnahmen aufgenommen, sodass sich vielleicht jeder geneigte Besucher, der hierher kommt, auch ein kleines Stückchen Freiberger Dom mit nach Hause nehmen kann? Also wir nehmen seit 90 Jahren fast hier im Freiberger Dom auf. Ende der 1920er Jahre begann der Sender Leipzig, Orgelkonzerte aus Freiberg zu übertragen. Damit wurde diese Orgel berühmt. Es gab die vielen Schallplattenaufnahmen der 60er, 70er und 80er Jahre bis hin in die Gegenwart mit sehr, sehr vielen CDs, die in den letzten 25 Jahren produziert wurden. DVDs, also auch im Filmbereich. All das kann man sich mit nach Hause nehmen. Dennoch, das Wahre erlebt man nur hier vor Ort, denn um diesen Klang in seiner Gänze zu erleben, braucht man den Raum, das Raumgefühl, das Erlebnis, auch das visuelle Erlebnis. Und das bekommen Sie zu Hause an der Stereoanlage einfach nicht so. Könnten Sie unseren Zuschauern bitte eine kleine Kostprobe der Akustik des Freiberger Domes und insbesondere des Klanges der großen Silbermann-Orgel hier geben? Das kann ich. Zuschauer, das war's für heute dann schon wieder, diesmal aus dem Freiberger Dom St. Marien. Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei meinen Interviewpartnern bedanken und ich bedanke mich natürlich auch recht herzlich bei Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen und wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal, Ihre Sanja Berg.